Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Xenoblade Chronicles und stehen noch zwei Gespräche vor. Danach machen wir noch ein paar Quests und danach ist Schluss mit dem Gerede. So, Dambans rechter Arm, habe ich gespeichert. Ich guck mal, ich glaube schon. Ja, komm. Ja, kurze Pause eingelegt. Jetzt geht's weiter mit der Aufnahme. So. Mal gucken, was jetzt so rauskommt. Damban, wie geht's eigentlich deinem Arm? Meinem Arm. Die anderen haben mir erzählt, was damals passiert ist. Vor einem Jahr im Schwerttal. Es muss sehr schmerzhaft gewesen sein. Du machst dir für so viele Sorgen. Wir sind Kampfgefährten, natürlich mache ich mir da Sorgen. Entschuldigung, so war das nicht gemeint. Aber ich habe es doch schon so oft gesagt, ich kann ihn bewegen. Aber dann, Ben, ich habe noch nie gesehen, wie du deinen rechten Arm benutzt. Ich komme wohl nicht damit durch, es weiter zu verbergen. Gib zu, du kannst ihn gar nicht bewegen. Doch, aber nicht mehr lange. Natürlich, kein Problem. Warum lügst du mich an? Ich glaube, du bist derjenige, der sich zu viele Sorgen macht. Trag gefälligst ein wenig Verantwortung für dich selbst. Was willst du damit sagen? Wir können gemeinsam eine Lösung finden. Während des Krieges habe ich so einiges gesehen. Denkst du, ich könnte die Wahrheit über den Arm nicht ertragen? Was soll denn diese Geheimniskrämerei? Oh, verzeih mir. Du hast recht. Ich werde versuchen, offener zu sein. Gut. Oh, Schala hält wieder Standpauken. Das ist schön. So, dann wollen wir mal uns die anderen Optionen auch noch ansehen. Honestly, ich bin tatsächlich froh, dass es langsam Schluss ist mit den Harmoniegesprächen. Das heißt, Runde 2 steht uns ja sowieso noch bevor. Aber, hey, für die Stimmbänder ist es auch Gift. So. Gut, Arm, Arm, Arm. Also, so schlimm ist es nicht. Was ich so viel Sorgen, haben wir doch gesagt, ne? Genau. Hoffentlich errate ich hier diesmal die richtige Antwort beim Zeugs. So. So. Doch, ich kann ihn bewegen, aber nicht mehr lange. Aber nicht lange. Ich wusste es. Gut, dass du es endlich zugibst. Es ist wohl schon länger vermutet. Immerhin bin ich ausgebildete Totensanitäterin. Aber noch hast du Gefühl im Arm, dann besteht doch Hoffnung. Ja, es ist nicht so, als wäre er völlig taub. Warum bittest du dich Linard um Hilfe? Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Na, worauf warten wir dann? Lass uns zu Junks zurückkehren. Muss es jetzt sofort sein? Natürlich, ich will keine Ausflüchten hören. Auf geht's, komm mit. Sie behandelt mich wie Juju. Das kommt davon, wenn du nicht auf dich selbst aufpasst. Dann werde ich auch so freudig sagen, Charo, geh zum Arzt. Wegen verschiedenen Dingen. Und ja, ich verstehe eure Sorge, aber zwischen den Semesterzeugen geht's schlecht. Okay, wenn sich jetzt irgendjemand von meinen Freunden das ansieht, kriege ich eine Standbauke zu hören. Ich sehe es jetzt schon. Ja, wenn es schlimmer wird, dann gehe ich schon zum Arzt. Keine Angst, Leute, keine Angst. Es hätte sich halt zurückgehalten. So. So schlimm ist es nicht. Ich habe mich daran gewöhnt, meine linke Hand zu benutzen. Ich komme gut zurecht. Dank des Monado konntest du die Schlacht damals entscheiden. Aber der Preis war hoch. Ha, mein Verlust war ein geringer Preis für unser Ziel. Dann steht es also doch so schlimm mit dem Arm. Ja. Ich bereue nichts. Sorge dich nicht darum. Natürlich mache ich mir Sorgen. Ich war damals der Einzige, der das Monado führen konnte. Schon klar, aber ich habe getan, was ich tun musste. Da gibt es nichts zu bereuen. Immer der bescheidene Held, was? Ich hätte dieses unangenehme Thema nicht aufbringen sollen. Verzeih mir, Damban. Ich habe mir nur Sorgen um dich gemacht. Entschuldige dich nicht. Ich bin froh, dass du offen mit mir redest. Ich danke dir dafür. Ich finde es eigentlich sehr schön, dass die verschiedenen Optionen gewissermaßen tatsächlich alle so plus minus in Character sind, ne? Also egal, was man sagt, es
ist dann doch irgendwie schon etwas, was man sich vorstellen könnte, würde der Charakter jetzt tatsächlich von sich geben, wäre es eine Cutscene. Das finde ich echt cool. In XTX haben sie es natürlich ein bisschen quasi besser gelöst, weil da ist man ja immer eine Person, so cross. Da kann man ja nicht wirklich nur sagen, okay, das ist jetzt in-character oder out-of-character, je nachdem. Das kommt natürlich auf den Cross-Hop an. So, ich bereue nichts. Ohne das Monado hätten wir die Mekon nicht zurückgeschlagen. Ich habe getan, was ich tun musste. Wieder so ein dramatischer Spruch. Dieser Satz passt auf das ganze Spiel und auf XCX. Das ist fantastisch. Immer musst du so stark tun. Ohne euch wäre ich heute nicht einmal mehr dazu in der Lage. Und dann plötzlich solche Bescheidenheit. Findest du das unpassend? Nein, eigentlich finde ich es sogar ganz süß. Eine Bitte. Sag Ryan nichts von dem, was ich gerade gesagt habe. Ich will ihn nicht enttäuschen. Gut, ich schweige. Versprochen. Ach komm. Ryan ist doch ein guter Typi. Ja. Oh, guck dich den Schmetterling an. Oh mein Gott, ist der hübsch. Wo ist der Schmetterling hin? Oh. Ich habe scheinbar den Schmetterling zertreten. Also, weiter im Text. Literally. Gleich. Sobald wir das nächste Harmoniegespräch finden. Ich glaube, das wird erst freigeschaltet, sobald man Housing 5 hat. Das hier. Zwischen Shulk und Dunban. Ist es das? Ja, genau. Gut. Das heißt, wir tauschen mal Schale aus. Shulk kommt rein. Habe ich gerade... Das hat niemand gesehen. Niemand. So, ich speichere nochmal schnell. Du nimmst auf. Paletti, Leute. So muss das laufen. Gut. Ja, ich hab's tatsächlich immer ein bisschen mit Angst zu tun bei sowas, aber es funktioniert. Wofür wir kämpfen. Unglaublich. Bis vor kurzem lag hier noch alles in Trümmern und jetzt? Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell der Aufbau voranschreitet. Selbst die Bewohner der alten Kolonie 6 sind zurückgekehrt. Was man nicht alles mit vereinten Kräften erreichen kann. Kameradschaft ist enorm wichtig. Wenn ich an die Schlacht im Schwertal zurückdenke. Ohne meine Kameraden hätte ich sicher nicht überlebt. Na, das will er sicher nicht hören. Ah, deine Stärke dich gerettet. Oh, doch nicht, okay. Ich bin nicht stark, Schock. Eher das Gegenteil. Was? Aber du bist Dunban, der Held der Homs. Ich wünschte, ich wäre so stark wie du. Dann sag mir eine, Schock. Was ist wahre Stärke? Jetzt will natürlich Willen Stärke hören, ne? Körperliche Stärke natürlich. Einerseits, ja. Ein Mann braucht die Kraft, seine Feinde zu besiegen. Um zu beschützen, was er beschützen muss. Aber ist es wirklich das, was wahre Stärke ausmacht? Es ist zumindest die Art von Stärke, die du besitzt. Das sind alle Beschützer, die du in unserem Feind besiegt hast. Das will ich nicht bestreiten. Dennoch ist wahre Stärke mehr als nur die Kraft zu kämpfen. Es heißt, wer nur nach Kraft strebt, wird zum Dämon. Dämon? Ich verstehe nicht ganz. Genauso wurde mir dieser Satz einst mit auf den Weg gegeben. Er warnt davor, sich zu intensiv nach Stärke zu sehen. Denn wer das tut, wird alles andere aus dem Blick verlieren. Oh. Jemand, der zu großer Kraft zuteil wird, der vergisst seine Freunde. Er vergisst, wie wichtig und unersetzlich Kameraden sind. Ist das die Art von Stärke, die du dir wünschen würdest? Auf keinen Fall. Du, Ryan und die anderen, ihr bedeutet mir mehr als alles andere. Ich weiß. Ich glaube, du bist weit davon entfernt, zum Dämon zu werden. Nun dann, wollen wir zurück zu den anderen. Ja, lass uns gehen. Danke für deinen Rat, Dunban. Er bedeutet mir sehr viel. Ah, Dunban mit seiner Weisheit. Ich finde ihn einfach super. Einerseits ist er verdammt weise und andererseits macht er einfach so richtig einen Stuss. Das ist aber fantastisch. Ein richtig wunderschön abgerundeter Charakter. Sind die anderen aber auch alle. Und
plus minus. So. Unglaublich. Trümmer, Aufbau, Bewohner, Kräfte, Kameradschaft. Ja, das glaube ich dir. Auf uns allein gestellt können wir wenig ausrichten. Je länger wir zusammen reisen, desto besser verstehe ich das. Wir alle brauchen Freunde, um stark zu sein. Ganz meine Meinung. Warum fand ihr das dann schlicht? Ich werde versuchen, immer alles für meine Freunde zu geben. Solange wir uns gegenseitig unterstützen, können wir alles schaffen. Es ist schön, dich so reden zu hören. So, allein kann ich nicht kämpfen. Wenn ich Kolonie 9 damals allein verlassen hätte, wer weiß. Vielleicht hätte ich es niemals so weit geschafft. Glaube mir, Schuck. Auch ich hätte es allein nicht weit gebracht. Treue Gefährten sind wahrlich durch nichts zu ersetzen. Ich habe aufgehört zu zählen, wie oft Ryan meine Haut gerettet hat. Ich will genauso für meine Kameraden da sein, wie sie für mich. Als ob du nicht ohnehin jeden Tag für sie da wärst, wie keine andere. Du hast dir nichts vorzuwerfen. Oh, danke, Dunban. Ich hoffe, ich kann auch weiterhin auf deine ehrliche Meinung zählen. Ich meine, sollte ich meinen Vorsatz je aus den Augen verlieren? Schon verstanden. Und ich hoffe, dass du dasselbe für mich tun wirst. Denn auch ich bin weit davon entfernt, fehlerfrei zu sein. Ah, ein richtig schönes Gespräch. Herzzerreißend. Ich find's so lustig, dass die beiden waren ja irgendwie nicht negativ zueinander wirklich gedingselt. Das war trotzdem so ein nö, noch schlimmer. Es geht so nicht. Gott sei Dank gibt's halt in XTX keinen Harmonieverlust, falls man was richtig Blödes sagt. Oder ist die Harmonie auch richtig besser gehandelt? Unglaublich, Trümmer und so weiter und so fort. So, jetzt einfach nicht das Falsche drücken. So, das glaube ich dir. Freude sind wichtig und so. Meine Meinung. Okay, ja. Genau. Ich sage nur die Wahrheit. Das Leben ist eben nur schwer allein zu bestreiten. Ich stimme dir zu. Zusammenleben bedeutet einander helfen, einander unterstützen. Ja. Nur scheine immer ich derjenige zu sein, dem alle helfen müssen. Ich würde behaupten, dass das Gegenteil ist der Fall. Bleib wie du bist. Einen größeren Gefallen kannst du uns nicht tun. Wirklich? Mir wird oft gesagt, ich sei so umgänglich und so nett. Dabei mache ich eigentlich gar nichts Besonderes. Ich verhalte mich so, wie es mir am natürlichsten erscheint. Und genau diese Denkweise macht dich zu etwas ganz Besonderem. Versprich mir, dass du nie aufhören wirst, so zu denken. Ich werde es versuchen. Vielen Dank, Dunban. Oh. Naja, Schuck ist so ein lieber Typi. Er macht sich viel zu viele Gedanken, aber ist auch so richtig nett. Ich muss sagen, ich finde es wundervoll, wenn Spiele Protagonisten haben, die echt einfach nett sind. Das ist einfach so... Wer schreibt denn jetzt wieder? Das hättest du mir vor 10 Minuten schreiben sollen. Jetzt nehme ich auf. Unglaublich. Dinge. So. Erreichen kann... Kameradschaft wichtig, Schwerttal. So, deine Stärke hat dich gerettet. Ah, jetzt kommt das. Was ist die wahre Stärke? Willensstärke. So. Ich wusste, dass du so antworten würdest, Schuk. Wem es an Willenskraft fehlt, der wird letztlich alles verlieren. So sehe ich das auch. Ich wünschte, ich wüsste, wie man willensstark wird. Man braucht etwas, für das man kämpfen will. Etwas, wofür es sich lohnt, alles zu geben. Wofür kämpfst du dann, Ben? Als ich in den Krieg zog, leistete ich einen Schwur. Ich schwor, alle Homs zu beschützen, koste es, was es wolle. Verstehe. Entschlossenheit ist also die Stärke, die einen Helden ausmacht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das vermag ich nicht zu beantworten. Entschlossenheit und Willensstärke. Vergiss nicht, Schuck. Dies ist nur meine Definition von Stärke. Nur eine mögliche Definition unter unzähligen Alternativen. Aber sie leuchtet mir ein. Vielen Dank für die Erklärung, Dunban. Nicht doch. Die Antwort war in deinem Herzen, lange bevor ich gefragt habe. Ich denke, es ist an der Zeit, zu den anderen zurückzukehren. Gute Idee. Gehen wir zurück zu unseren Kameraden. Yay. Ich muss sagen, ich fand tatsächlich die andere Option, also die anderen Sachen irgendwie
niedlicher, wo sie auch lieber Freundschaft und für andere kämpfen und so geredet haben. Aber wenn das die beste Option ist, dann ist sie das wohl. Wer bin ich, um das zu bestreiten? Hallo, Händlerin. Hast du irgendwas Geiles für mich? Das fände ich noch irgendwie super. Gelesen. Schade. Dann halt nicht. Vielen Dank und bis bald. So, also. Was machen wir jetzt? Jetzt werden wir erstmal zum Magna Forest aufbrechen. Und dann müssen wir zur Harzgrotte am Morgen. Um das frische Agora-Harz aufzusammeln. Auch wenn ich irgendwie im Kopf habe, dass wir das schon mal getan haben. Als Party nehmen wir mal. Wie wär's denn mit Melia, Ryan und Ricky? Wobei, da müsste ich Ricky nach vorne stellen, damit auch Riley. Wobei, Ryan und Ricky sind ja schon Freunde. Ryan und Dunben sind es noch nicht. Egal, wir machen das jetzt so. I don't care. Müsste aber zur richtigen Uhrzeit auch sein. Das heißt. Wir müssen dann noch Lyon-O spielen. Aber das ist ja nicht schwierig. Ach ja, als die Gegner noch schwer zu besiegen waren, der steht Echli im Wege, doch. Mit Echli meine ich sehr. Ich komme noch nicht vorbei. Oh, jetzt muss aber. Büßen. So. Ja, der Lebens ist auch nicht lange, aber. Okay. So. Wir sind in der Harzgrotte. Das heißt, wir müssen jetzt. So. Nicht ganz. Morgengrauen, haben sie gesagt. Vielleicht ein Stündchen nach vorne. Ah, da. Frisches Algora-Harz. Für das egoistische Prinzesschen. Da wir eh wissen, wo Lalapa ist, können wir das sehr schnell erledigen. So, beim... Hier? War das hier? Aber ich glaube, der ist tagsüber da. Deshalb müssen wir auch ganz schön vorsichtig sein. Vorsichtig, nein. Ich habe gerade an was anderes gedacht, sorry. Vorsichtig, ja. Vorsichtig, nicht runterzufallen. Das leuchtet ein. Aber das ist nicht unbedingt das, was jetzt nötig ist. Du da. Ihr kommt im rechten Augenblick. Habe ich an andere Zutat erinnert. Mysteriöser Tropfen aus Sumpf und Saatwall. Ganz selten, nur an kleinsten Wasserfall von Saatwall zu finden. Irgendwo östlich von Morlakus, wenn Erinnerung stimmt. Damit Harzwischen fertig, Prinzessin wird sich freuen. Am kleinsten Wasserfall. Am Saldania-Wasserfall. Gut, das ist jetzt nicht so das Problem. Sumpf und Saatwall. Saldania-Wasserfall, der ist da. Ich glaube, das ist das Schicksalsaltar, das ist die Höhle. Haben wir da irgendwie... Ja, das ist tatsächlich ein bisschen closer, I think. Ja, komm. Nehmen wir den Reisepunkt. Und gehen in die... In die Richtung? Map, hilf mir. In die Richtung. Gut. So. Durch den Sumpf. Tagsüber ist er leider nicht so hübsch, aber tagsüber ist die Chance geringer, in einen relativ starken Gegner zu rennen und dann die bekämpfen zu müssen. Das wäre jetzt, na, ja, eher unpraktisch, sag ich mal. Saldania Wasserfall sollte... Ich frage mich, ob das quasi unterm Wasserfall ist, oder? Weil da gibt es, glaube ich, keinen Weg, um sich da runterspülen zu lassen, oder? Oder gibt es den doch? Ja, wir gucken erstmal. Ah, also doch da entlang. Let's go, denn.
Der Tropfen. Ja, das ist doch schön straightforward. Und so. Bringe den mysteriösen Tropfen das frische Algorhaz den Prinzessin. Sehr schön, können wir das direkt machen. Und dann ist es auch Zeit, die Episode zu beenden. Beim nächsten Mal geht es dann höchstwahrscheinlich mit der Story weiter. Bis zu einem gewissen Punkt. Und ab dem sollte es uns eigentlich möglich sein, noch ein paar Sidequests zu machen. Und dann, je nachdem, was wir noch tun, wird langsam dann Endgame dran kommen. Das klingt doch noch einem Plan. Das bringt wahrscheinlich so an die 200 Episoden lang. Jetzt bedenkt, wie lange die Harmoniegespräche jetzt gedauert haben. 5 Episoden oder so? So, Prinzessin! Ihr habt Mamala gebracht, worum Mamala gebeten hat? Seid beste Freunde auf ganz Bayonis, oh ja! Mamala und ganze Kolonie glücklich! Was nun? Nun wird Ufa ganz hell. Freu, Ricky oberglücklich. Wird wunderschön, ihr werdet schon sehen. Bald wird ganze Kolonie sechs glücklich sein. Danke. Als Zeichen der Dankbarkeit, als Zeichen ihrer Dankbarkeit fliegen nun Glühwürmchen nachts über den See. Oh, wie süß! Gefärbte Brille. Wow, das hat ja super Abwehreigenschaften. Oh, aktualisiert. Was ist denn jetzt aktualisiert worden? Mamala. Ah. Wahre Freunde sind's jetzt. Freundschaft. Oh. Das ist süß. Das ist super süß. So, und gucken wir uns mal das Ufer an. Da würde ich mal sagen, was ist auf heute, Leute? Also, mein schon hier, ne? Oh, Tatsache. Oh, wie süß. Oh. Das ist adorable. Glühwürmchen. Sagt ihr noch was zu den Glühwürmchen? Glühwürmchen sind so toll, so romantisch. Sehen nachts so schön aus. Guck ihnen stundenlang zu. Und fang sie dann mit Zunge. Schnapp, schmecken lecker. Ja, das sind ja Lobbon, die futtern scheinbar Insekten. Also dann, Leute. Das war's für heute. Und beim nächsten Mal geht's dann irgendwie schon weiter. Also, vielen Dank fürs Zugucken. Bis dahin, halt die Ohren steif. Ciao.